Hochrechnung mal der letzten Tage das Revue passieren lässt, denn man liest ja überall, Dortmund braucht so und so viel, Bayern so und so viel, Kaiserslautern so und so viel, dann ist das hypothetisch. Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr in Kaiserslautern 19.000 oder 20.000 Zuschauer kommen. Das ist der Wunsch, das ist ganz klar. Punkt 1 der Kostendeckung des Rekordetats sind die Zuschauer. Volle Stadien, der Wunschtraum eines jeden Schatzmeisters. Doch Jahr für Jahr hat man sich gerade hier verspekuliert. Viele Sportfans entfalten ihren Geldbeutel heute lieber auf anderen Plätzen. Die Besucherzahlen sind rückläufig. So war das auch beim Start, besser gesagt beim Fehlstart in die neue Saison. 160.000 Fans, Zuschauer Minusrekord. Schon am ersten Spieltag gab es eine Niederlage, die ersten Finanzlöcher. Das sind schon Zahlen, die in den spekulativen Bereich reingehen müssen. Und die natürlich auch zum Teil zu ganz schwerwiegenden Erkenntnissen am Jahresende führen. Denn wenn man mal 3.000, 4.000 Zuschauer im Schnitt weniger hat, das mal 17 multipliziert, das sind 60.000, 68.000 oder 70.000 Zuschauer, mal den Zuschauerschnitt, schwupp, hat man 1 Million Minus gemacht. Und auch der DFB spekuliert seit Jahren mit. Gemeinnützig und steuerfrei wird dort das Millionenspiel fast amateurhaft dirigiert. Aus Pleiten, Pech und Pannen hat man noch immer keine Konsequenz gezogen. Im Gegenteil, das Gebaren um Lizenzvergabe und Finanzierungspläne liegt genauso im Dunkeln wie die angehäuften Schulden. Man spricht von über 100 Millionen. Die Überschuldung der Vereine ist sicherlich ein Problem, wobei man da auch wieder differenzieren muss, ob es Vereine sind, die dahinter noch irgendwie ein Vermögen, sprich ein Grundvermögen stehen haben, oder ob es Vereine sind, die nur auf kurzfristige Verbindlichkeiten aufgebaut sind. Wenn das alles nur kurzfristige Verbindlichkeiten sind, dann ist allerdings problematisch. Dennoch, finanzielles Foulspiel wurde in 25 Jahren Bundesliga nicht geahndet. Die Kommunen, die Steuerzahler haben Schulden immer wieder brav bezahlt. Fußball ist eine gutgehende Ware, da toleriert man sogar Menschenhandel. Alles, was Geld bringt, wird versilbert. Von Olaf Thon einen Socken von unserem Nationalspieler, ergo ein nationales Heiligtum für 800, 850, 900, 950, 1000 sind geboten, 1100, 1200, 1200 sind geboten, einmal, zweimal, dreimal. Punkt 2 des wackeligen Wirtschaftsunternehmens, die Macher, das Präsidium Management. Mit einem Jahresetat von bis zu 15 Millionen sind Fußballclubs mittlere Wirtschaftsunternehmen. Aber sie werden ehrenamtlich geführt von einer Art Ersatzbank aus. Und alle, die einen Mitgliedsausweis haben, sind einmal im Jahr Aufsichtsrat, dürfen mitmachen beim Verschieben der Millionen. Und natürlich mitbestimmen, jeder auf seine eigene Art, Emotionen statt Kalkulationen. Ja, das ist das Problem nach meiner Ansicht überhaupt schlechthin, dass eben bei diesen sogenannten Generalversammlungen schon mal beginnend angesäuselte Brüllaffen in der Lage sind, Leute einzusetzen, die dieses Wirtschaftsunternehmen eben dann in Zukunft führen sollen. Und dass man einfach den Profibereich und den Amateurbereich zusammen vermulcht. Punkt 3 der Firma Bundesliga, die hochbezahlten Angestellten, die Stars. Moderne Kassierer auf dem grünen Rasen. Sie streichen Jahresgehälter und Prämien in Millionenhöhe ein, ganz gleich, ob die Leistung stimmt oder nicht. Und das weitgehend ohne Risiko. Hinzu kommen noch Werbeeinnahmen und die wollen nun auch die Vereine. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten Jahren die Sponsorenschaft eine größere Rolle spielen wird als in der Vergangenheit. Die Industrie hat manche Sportarten entdeckt, aber mit Ausnahme der Trikotwerbung am Mann den Fußball noch nicht so in die Arme geschlossen wie zum Beispiel Tennis oder Golf und dergleichen mehr. Und ich bin überzeugt, dass hier ein Umdenken stattfinden wird. Bei der Werbung wollen sie also noch was holen, die Vereine. Denn woher das Geld kommt, ist ihnen letztendlich wurscht. Plakate über alles und die am besten in Augenhöhe der Zuschauer. Doch die Werbung spielt nur bei den Gewinnern mit, in Zukunft vielleicht sogar als Mannschaftskapitän. Zweite Halbzeit. Commodore steigt gleich voll ein. Foul von Augenthaler. Punktlandung direkt vor der Kronenbande. Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. 12. Minute, Freistoß für Erdgas. Heikle Situation. Das kann in die Hose gehen. Die 501 von Lewis. Böses Foul von Hans-Gerd Bruns. Der versteht die Sponsorenwelt nicht mehr. Gelbe Karte. Schiedsrichter Gabus weiß schließlich, was er seinem Konto schuldig ist. Die American Express-Karte enthält ein Wort, auf das wir ganz besonderen Wert legen. Mitglied. Punkt 4 des Fußball-Millionenspiels, die Medien.
Denn das Fernsehen sitzt in der ersten Reihe der Bundesliga als Kassenfüller. Allerdings nicht mehr ARD und ZDF alleine. Für 135 Millionen verschacherte der DFB die Medienrechte an die UFA, das heißt Bertelsmann. Fast 4 Millionen Mark fließen in den nächsten 3 Jahren so auf das Konto jedes Bundesligisten. Ein goldenes Tor. Kaum einer dachte an die treuen Fans und hat zugleich die Eintrittspreise gesenkt. Zwar ist der Ball noch immer rund, aber auch nach 25 Jahren Bundesliga spielen immer noch Amateure das Millionenspiel. Nur auf dem Rasen agieren die Profis zurzeit mehr schlecht als recht. Bei über 150 Millionen Umsatz im Jahr, da sind Fachleute gefragt, die mehr als nur Fußball-Sachverstand haben.